Ein Basketballer von den Hamburg Towers, American Footballer von den Elmshorn Fighting Pirates und Eishockeyspieler von den Crocodiles Hamburg. Sie sind der Einladung der Olzeborg-Schule gefolgt, mit den Schülern zu trainieren. Einen Vormittag lang. Die Besten! Wir! Was machen wir jetzt? Gewinnen! Die Sportler, übrigens alle deutsche Staatsbürger und viele der Kinder und Jugendlichen haben etwas gemeinsam. Ihren Migrationshintergrund und ähnliche Erfahrungen. Ganz egal, wie alt, groß oder breit sie auch sind, etliche mussten schon Rassismus erleben. Aber ich hatte meine Erfahrung, dass wir beim Spielen in Recklinghausen ein paar Spieler von uns angespuckt wurden. Ich weiß nicht, wie die Fans, was sie sich dabei gedacht haben, weil die verloren haben. Wir waren halt zu gut. Ja, hat meine Lehrerin vorgeschlagen. Aber Rassismus gibt's nicht nur in der Sporthalle oder im Stadion. Den alltäglichen Rassismus gibt's auch beim Bäcker an der Ecke. Diese dumme Ausländer, was machen die bei einem deutschen Bäcker? Die haben hier nichts zu tun, was wollen die hier? Die essen unser Essen, was von Deutschen gemacht wurde. Und das ging halt so eine halbe Stunde lang. Wenn man im Bus sitzt, dass du mit mehreren Menschen stehst, gerade du sollst aufstehen, weil irgendeine Frau, die nicht mal alt ist, sagen wir, 40-jährige Frau auf einmal sitzen möchte und der Meinung ist, dass der Neger aufstehen muss, das gibt's da alles leider noch. Da kommen schon so einige Sprüche wie, geh in ein Land, wo du herkommst. So, das ja, Übliche halt. Ihr habt euch hier nicht zu suchen oder sowas, das ist normal. Auf die Plätze, fertig und los. So ein Antirassismus-Tag macht schon Sinn. Und dabei kommen hier an der Grund- und Gemeinschaftsschule Hennstedt-Ulzburg alle sehr gut miteinander aus. Deutsche, in Deutschland geborene Kinder, deren Eltern oder Großeltern irgendwann eingewandert waren, und Flüchtlinge. Wir wollen den Kindern natürlich in erster Linie einen schönen Tag bereiten, so kurz vor den Ferien. Aber wir wollen auch die breite Öffentlichkeit erreichen und nochmal zeigen, so Leute, es kommt tatsächlich nur auf den Charakter, das Talent, die Persönlichkeit, den Menschen an und nicht auf die Hautfarbe oder die Nation. Hey, hey, ihr dürft mit den Jungs machen, was ihr wollt. Sport ist ein, wenn nicht sogar der Schlüssel zur Toleranz. Jedenfalls für all jene, die selbst Sport treiben. Und nicht nur zugucken. Wir sind eine Familie. In der Mannschaft gibt es sowas wie Rassismus gar nicht. Sport verbindet einfach. Okay. Was sind wir? Ein Team! Sehr schön. Okay. Hier an der Olzeborg-Schule funktioniert es schon. Das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Und zwar nicht nur heute, am Antirassismus-Tag. Sehr schön.